So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Ja. Mir ist in der letzte Folge ist ein bisschen her, aber ich musste nämlich gerade 396 die Folge reparieren, weil mir nämlich, ja, schmerzhaft aufgefallen ist, dass OBS das Fenster wieder nicht aufgenommen hat. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir genau waren. So. Findest du jetzt das Fenster wieder? Du Affe? Ja, findet er. Gut. Genau. Wir waren. Ich weiß nicht, mit den vielen Akkus hier sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Warte mal, so machen wir jetzt sowieso, wenn wir jetzt mal hier. Okay. So. Mal kurz hier. Die oberen Akkus müssten eigentlich reichen. Ich meine, so viel dürfte unsere Anlage gar nicht ziehen. Was siehst du eigentlich aktuell? 2000 Watt. Oh, okay, ist doch ein bisschen. 2600. 2000. Frage ist, was zieht was? Okay, am meisten kommt das mit 600. Ich schätze also mal, 600 ist die Schleifmaschine. Und 2000 Watt den Ofen, so habe ich es auch irgendwie in Erinnerung. Weil eben die meiste Zeit ist ja wirklich, immer wenn hier ein Stein kommt, geht es halt in die Schleifmaschine. Das heißt, der muss immer schleifen, wie so ein Weltmeister. Und, der hier wird dann nur dann aktiv, wenn das, was hier an gesiebtem Kies rauskommt, hier reinkommt und dann vier davon zu einem davon umgewandelt werden. Da muss ja nur dieser eine dann eingeschmolzen werden. Das heißt, der ist wesentlich häufiger aktiv als der hier. Das heißt, die meiste Zeit wird nur 600 EU gezogen. Ja, wie gesagt, dann können die unteren also auf jeden Fall weg. Wir können mal gucken in der Nacht, wenn es Nacht ist, was die so ziehen. Dann machen wir einfach mal Time 18 Uhr. Und dann schauen wir mal. Müsste ja gleich Strom weg sein. Apropos, siehst du, wir können den natürlich auch um mal beleuchten. Muss mal ganz kurz, warte mal kurz, ich muss mal kurz in eine Folge reinschnuppern. Okay. So. Während es hier dunkel wird, können wir also wegen Beleuchtung würde ich fast sagen, weil es sowieso so ein bisschen komisch aussieht. Das sieht hier einfach so fehl am Platz aus. Ich meine, gut, das ist ein bisschen gewollt, weil es ja hier so. Ne? Aber ich würde gerne zum einen mal ein bisschen Zaun machen und zum anderen halt wie gesagt ein bisschen Beleuchtung. Mit der Beleuchtung weiß ich aber noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Da müssen wir mal gucken, was es da denn für Lampen gibt. So, auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, so einen schönen Zaun drumherum. In der Hoffnung, dass es damit ein bisschen natürlicher aussieht. Ne? Dass es so, weiß nicht, ein bisschen sich besser in die Umgebung einpasst, ja. Das, ja, schon macht das optisch ein bisschen mehr Sinn. Dass hier ein bisschen mehr Essen eingegrenzt ist. Die Frage ist, jetzt wo es dunkel wird, kann man ja gut sehen, wie hell das Ganze bleibt. Na gut, der Dent ist ein bisschen Hotspot. Ein bisschen Helligkeit-Hotspot. Aber ansonsten ist halt nicht so viel. Wie ist es überhaupt, wenn wir hier hinten hingehen? Ja, okay, ist noch aktiv, genau. Braucht noch ein bisschen. Was gibt es denn so viele Lampen, die man da raufstellen kann? Ach ja, gibt es ja direkt diese. Ah! Das können wir natürlich machen. Jetzt natürlich die Frage, welchen Abstand? Probieren natürlich wäre jetzt eine gerade Zahl. Das heißt, es gibt also keine Mitte.
Machen wir mal Zweierlücke. Oder Viererlücke. Ich mach mal genauso wie die Dinger hier ausgerichtet sind. Mal gucken, wie das aussieht. Ob das was wird. Oh, hier passt gerade so mit dem Baum. So. Ja, doch, das sieht gut aus. Das kann man so machen. Ich würde sogar die Laterne hier abbauen, weil die gerade so ein bisschen im Weg steht. Na, ja, geht natürlich nicht. So, ne, die war so ein bisschen im Weg. Ja. Siehst du, fällt mir jetzt erst auf, die Laternen, die hier den Weg zum Spawn beleuchten, gehen genau bis hier hinten hin. Okay. Langsam finde ich die Zufälle ganz schön gruselig. Ne, vor ein paar Folgen, da ist unser Dorf genau 100.000 speichern. Hier jetzt das. Mit. Genau, ab hier ist nämlich jetzt alles dunkel. Lol. Cool. So, wie gesagt, jetzt müssen wir noch hier unten. Wie gesagt, klar. Jetzt müssen wir hier unten noch nachgucken. Zum einen. Ja, doch, die gehen langsam runter, aber. Wow, die haben gerade. Hä? Alter, unsere Anlage verbraucht ja gar nichts. Digga, eine Batterie hat ja voll gereicht. I don't know. Ich meine, wir können es immer noch umbauen, ne? Aber ich glaube mal, so ist es ganz praktisch. Auf jeden Fall war die untere Reihe wirklich viel zu viel. Wir müssen jetzt noch gucken, wie wir die Dinger da oben mit dem Mesekon-Signal versetzen. Weil dadurch, dass es wieder Glas ist hier, haben wir halt kaum eine Möglichkeit, die Dinger zu verstecken. Ich meine, es ist natürlich immer noch die Option, dass wir hier das Glas austauschen gegen eine solide Decke. Oder Fußboden vielmehr. Ja, also auch Stein oder sowas. Damit der Ding wirklich wie eine Blackbox ist. Aber ich feiere halt irgendwie so dieses Look, dass man halt so reingucken kann und sieht, was drinnen passiert. Finde ich schon geil. Hat natürlich halt diesen Nachteil, dass wir halt hier auch nichts drin verstecken können. Zum Beispiel eine Blinky Plant. Wir können es natürlich auch mit Mesekon ansteuern. Dass wir nicht pro so Ding einen Blinky Plant nutzen, sondern einfach hier Mesekon-Verkabelung machen. Geben wir mal davon ein paar. Wie könnten wir es denn machen? Machen wir mal. Achso, natürlich nach unten. Was aber nicht schlimm ist. Dann ist es halt so. Ey. Wow. Danke dafür. So, sind die vier schon mal verbunden? Das gleiche jetzt auch noch auf der anderen Seite. Oh. Fuck. Gut, nee, von der Innenseite geht auch nicht, weil hier ist auch ein. Achso, wir können natürlich hier. Ah, das war jetzt unnötig. Das Ding muss weg. Wir können natürlich nach innen krempeln. Dass wir sagen, wir gehen hier bereits runter. Gehen dann einfach hier quer. Ungefähr so. Das würde natürlich auch gehen. Hier müssen wir das gleiche machen. So. Voilà. Jetzt haben wir hier oben, ja, freie Bahn, genau. Das ist ja geil. So, jetzt haben wir nämlich nur noch zwei Blinky Plants, die wir verbinden müssen. Beziehungsweise, wir können ja hier in der Mitte, hier ist ja alles frei. Können wir noch eine Querverbindung machen. Das ist halt so, ist halt ein bisschen blöd, dass wir immer gerade Zahlen haben. Wir haben also hier keine Mitte. Genauso wie die Blinky Plant auch nicht in die Mitte kann, weil, ja. Aus offensichtlichen Gründen. So, hier in die Mitte kommt das der Blinky Plant. Die Frage ist sowieso bei den Blinky Plants. Alter, hier geht ja voll die Post ab. Wie bist du eigentlich eingestellt? So, per Rotation bitte. Danke.
Hier ist eine 1 eigentlich völlig in Ordnung, ne? Diamant. Da ist eine 1 auch in Ordnung. Hier. Genau, hier sind wir eben dadurch, sowieso dadurch begrenzt. Ja, können wir eigentlich alles so machen. Okay. Dann passt das schon mal. Oh, der kriegt da kein Signal. Was haben wir denn da gemacht? Haben wir da. So. Jetzt kriegt ein Signal. Genau, alle gehen auf. Ach, ist doch Schnieke. Gut, jetzt hier ohne der Laterne ist natürlich hier an der Stelle jetzt ein bisschen dunkel. Aber so sei es. Ha. Ich würde mal sagen, können wir mal die Anlage scharf schalten, indem wir Tada. Oh, jetzt wird's heftig, jetzt wird's heftig. Bitte funktionier bitte. Oh. Na, die ersten kommen? Ja. Oh mein Gott, es funktioniert. Ich meine, wäre natürlich, ne, in meinem idealen, im Kopfweltbild, wäre es natürlich schön, wenn die Dinger nicht nur nach oben springen, sondern ein bisschen noch so, ne, in alle Richtungen so ein bisschen so zur Seite springen. Aber kriegst halt nicht hin. Aber es funktioniert. Schau dir diese Scheiße an, auf allen 8 Dingern landen jetzt Sachen. Das Schöne ist halt, dieses Konzept könntest du endlos weit erweitern. Ja? Du kannst letztendlich alle Potenzen von 2 abdecken. Du könntest ja auch 64 von den Dingern machen. Dann kriegt halt jedes für sich immer seltener 1. Was aber jetzt gar nicht schlimm wäre. Oh, ich muss wieder was vertrinken hier. Aber, wie gesagt, das Konzept an sich funktioniert echt gut. Was sind eigentlich die Batterien jetzt? Wie viel ist das eigentlich? Ah, gerade mal paar Stunden. Oh ja. Ah, okay. Ja, bin mal gespannt, ob die Batterien durchhalten. Wow. Oh, Diamanten. Oh, 2 Diamanten. Holy shit. Alter, Alter. Boah, wie viele Diamanten bitte? Da. Geil. Haben wir Backpacks? Ja, ich habe Backpacks. Gott, was hab ich denn für Scheiße drinne? Ah, okay. Oh. so, dann packen wir das mal da rein. Erstmal. Chrom, Alter. Das häufigste Material der Welt. So, die Anlage müsste eigentlich in Ruhe laufen können. Da sollte nichts mehr passieren. Sollte endlos weiterlaufen. Siehst du? Apropos weiterlaufen. Ich tauche jetzt gerade im Log auf, ne? Walker, Dix, bla bla bla, weil, ne, ich habe ja diesen Autocrafter platziert, deswegen baut er unter meinem Namen ab, als Walker. Wenn ich jetzt zum Spawn gehe. Jetzt taucht Walker im Shot, im Protokoll nicht mehr auf. Das heißt, die Anlage ist wirklich so lange, wie kein Spiel in der Nähe ist. Ist die Anlage wirklich inaktiv. Das heißt, sie produziert, sie läuft, also ne, wenn keiner hier ist, so also wie die meiste Zeit, dann läuft sie nicht unnötig weiter die ganze Zeit, sondern ja, ist halt einfach inaktiv. So soll es sein. Und wie gesagt, mit den 8 Dingern hast du halt wirklich den Vorteil, du kannst halt hier einfach rumstehen und schön einsammeln. Kannst du, guck mal, wenn es irgendwo was kommt hier. So wie dieses Spiel, wo du diese Öffnungen hast, wo du also auf so ein Ding draufschlagen musst, was immer aus den Öffnungen rauskommt. Ich keine Ahnung, wie es heißt. Aber genauso kannst du jetzt hier mal gucken. Ah, kommt das nächste schneller hin. Hui. Oder irgendein Spieler, der einfach nur Materialien haben möchte, kann sich jetzt hier AFK hinstellen. Dadurch, dass er aber nur einen Slot belegen kann, können andere Spieler trotzdem noch bei den anderen Sachen einsammeln. Wobei AFK sowieso gefährlich ist, weil kannst du umgebracht werden. Aber sagt, selbst wenn, können andere Spieler immer noch von den anderen Sachen einsammeln. Also ist schon ganz cool.
Ich glaube, ich werde hier direkt nach der Aufnahme viel Zeit verbringen. Oh, macht jetzt schon Spaß. Sehr schnieke. So. Müsste die Anlage soweit eigentlich komplett sein, ne? Ich muss übrigens nochmal meine To-Do-Liste aufräumen. Eigentlich kann ja Sachen zum Einpflanzen im Backpack, genau, Beete zu Ende bauen, Haus weiter bauen. Oh. Tja. Passt. Ja, was man noch machen kann bei der Anlage, ist, dass man jetzt sagt, okay, man könnte zum Beispiel auch, dass man nicht nur Hello there, mit deinen gelben Augen, dass man nicht nur oh, Digga, voll mit der Handkante hier. Ich mach Kleinholz aus dich. Hey. Äpfel, hui. Dass man sagt, okay, man bekommt nicht nur nicht nur Rohstoffe, kann man nämlich auch zum Beispiel sagen, man könnte jetzt hier an der Stelle das Rohr weiterbauen. Ha? Dann könnte man, da hat man quasi, dass die Hälfte der Cobblestone, die ja kommen, gehen halt ins System, werden verarbeitet. Und die andere Hälfte, die geht aber einfach weiter als Cobblestone. Dann baut man hier irgendwie so ein Rohr hoch. Geht hier noch ran und dann am besten mit so einer One-Way-Tube, dass es nur reingeht. Genauso baut man dann hier auch eine One-Way-Tube, dass es auch hier nur reingeht. Dann kommt da oben quasi auch Cobblestone an. Genau, das heißt, der Cobblestone geht hier rein, kann hier aber nicht zurück. Und die Rohstoffe, die hier rein können, können auch durch das Rohr dann nicht zurück. Und damit hätte man dann hier oben auch Cobblestone-Ausgabe. Genauso geht es natürlich auch, dass man das nicht nur mit Cobblestone macht, sondern zum Beispiel, dass man den Kreis ein bisschen größer baut. Wir haben hier noch endlos Platz. Dass man dann sagt, okay. Oh, der nächste Diamant. Weil da voll viele Diamanten. Holy shit. Dass man dann sagt, okay, man geht mit den Rohren ein bisschen weiter, wobei das natürlich schwierig ist, weil dadurch, dass die Rohre direkt nebeneinander sind, würden sie sich auch untereinander verbinden. Aber wenn man das ein bisschen umbaut, dann könnte man nämlich sagen, dass auch von dem Kies, der hier rauskommt, ein bisschen nach oben geleitet werden kann. Also auch wieder, ne, mit so einem T-Stück, dass dann einfach die Hälfte nach oben geht. Denkt jetzt Felren nur weil sie über DN schreibt, dass man das in der in der Aufnahme nicht sieht. Ich hoffe, ihr ist klar, dass man das trotzdem im Chat sieht, in der Aufnahme. So, eigentlich der Blumi ist ein bisschen. Ich meine, wir haben ja das Ding hier so auf so Podest, ne? Würde es hässlich aussehen, wenn wir das nicht auch auf den Podest stellen? Ich meine, gut, wäre ein ganz schön hoher Podest. Stone. Was haben wir denn für Stone? Geh mal her. Gib mir noch mal ein paar. Wenn wir jetzt hier. So, mal einen. Was noch? Sieht das hässlich aus? Nö, geht eigentlich. Gut, sieht ein bisschen abstrakt aus, aber zumindest funktional. Also von der Menge her finde ich es auch voll in Ordnung, was man bekommt, ne? Ich meine, ist ja jetzt nicht nur High-Level-Stuff. Ich meine, gut, 4 Diamanten, schon ordentlich. Aber ansonsten, es geht eigentlich, ist überschaubar. Mehr würde ich auf jeden Fall nicht machen, aber weniger glaube ich auch nicht. Ist von der Menge so eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt. Oh, Spiel verlassen. Ich könnte hier schon wieder Ewigkeiten verbringen. Das ist ganz gefährlich. So, das ist ganz, ganz gefährlich. Ich habe sowas.
Die Idee habe ich schon seit Ewigkeiten. Ich habe damals auf JFS gespielt, also ich weiß gar nicht mehr, wofür das J stand. Aber war auf jeden Fall so ein Server. Ich glaube, den gibt es heute noch. Und da habe ich, da war halt so eine Arena, so eine Monster-Arena, wo man halt immer gegen Monster kämpfen konnte die ganze Zeit. Sind immer welche nachgespawnt. Und als ich da mal halt auf Monsterjagd war, kam dann so über die Chat-Nachricht so mit, komm zum Bereich, bla bla bla. Und ja, wenn du das halt bestätigt hast, dann wurdest du halt zu so einem Bereich teleportiert, wo dann auch haufenweise Items gedroppt sind. Und seitdem hatte ich immer so schon so einen Wunsch gehabt, sowas auch mal zu machen. Alter, schon fünfter Diamant, Digga, was ist denn hier los? Holy shit. Oh, und Mesa. Und wie gesagt, ja, so seit ein, zwei Tagen, also vor ein, zwei Tagen kam mir dann so die Idee, eigentlich könntest du sowas ja auch mit diesen Dingern bauen. Und so eine Anlage, wie du selbst gebaut hast, im Let's Player nochmal bauen und dann mit den Dingern für andere Spieler. Ne, so die ersten Gedankenspielereien kam mir, als ich überlegt habe, wie ich unsere Let's Play-Hütte da sicher machen kann. Falls da Rohre platzen und so. Und das ja doch vielleicht ganz geil wäre, wenn man sowas beabsichtigt macht, dass man irgendwo so eine Stelle hat, wo halt Items droppen für andere Mitspieler. Und daraus hat sich dann diese Idee immer weiterentwickelt. Ah. So, bin mal gespannt hier. Warte mal kurz, müssen wir jetzt mal hier aufräumen hier. Mal mein Inventar löschen. Nicht mehr weggehen, ist gefährlich. So, ein Apfel. Alles andere kann weg. Clear Inf. So. Oh Gott, kriege ich aus dem Kopf die Reihenfolge zusammen, die wir bei uns haben? Zuerst kam das, dann kam Chrom, da unten war Blei und da drüber müsste Eisen gewesen sein. Dann, Gott, bei Zinn und bei Silber weiß ich jetzt nicht, wie rum die waren. Glaube, so rum bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann kam auf jeden Fall Kupfer, Uran, Gold, mit drin haben wir noch gar keins gefunden. Mesa und Diamanten. Und das war hier so eine Dreierlücke. Irgendwie so war das. Oh, Alter. Ja, also, ja, siehst du, wenn man hier lange genug rumsteht und rumläuft und konsequent alles einsammelt, kann man schon echt schnieke Sachen bekommen hier. Digga, drei Mesa, fünf Diamanten. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Macht schon. Funktioniert schon. Digga, und direkt der nächste Dia. Alter. Okay, ich glaube, wir kriegen irgendwie ganz schön viele Diamanten. Digga, wir haben mehr Diamanten als hier, die beiden Dinger. Ist die Anlage kaputt oder was? Eieiei. Und die Batterien sind mittlerweile fast halb runter. Wie spät ist denn es? Oh, okay, schon nach Mitternacht. Ja, dann scheinen die Batterien also echt zu reichen. Ja, doch, locker. Lorecast. Ja, so ist die Anlage Schnieke. Was man noch mal gucken könnte, ist, ob man hier noch mal ein paar Meselampen mal macht, damit das Ganze wirklich schön beleuchtet ist. Auf der Seite brauchen nicht, weil da hinten Licht ist. Ich würde nur hier, weil hier irgendwie doch ganz schön dunkel ist. Oder wie man doch wieder die Laterne auf das sind. Aber die ist halt so mittig im Weg so. Die stört so ein bisschen. Aber so ist halt so ein dunkler Fleck da. Ja, der stört auch. Oh, ist das süß, wenn die Dinger da rauskommen, ey. Ha, nice. Wie kriegen wir hier Licht hin? Ich meine, ich könnte auch die ganzen Glas, also die ganzen Obsidian-Glas-Dinger,
gegen dieses leuchtende Glas austauschen. Das wäre dann auf definitiv hell. Ah gut, hier finden wir jetzt alles Mögliche. Ah, hier genau. Clean Super Glow Glass. Clean Glow Glass. Super Glow Glass wäre schon sinnvoller. Wobei mit dem Gelb ist aber wieder... Sieht dann wieder optisch sehr scheiße aus. Vor allem, weil du ja halt drin auch gelbe Strukturen hast. Die erkennst du denn kaum noch. Wäre halt schön, wenn es so weißes oder schwarzes Glas gibt, was leuchtet. Ah, ist einfach nur normales Glas. Was man natürlich machen kann, damit es ein bisschen verdeckter ist. So. Gib mir das mal. Die Mitte wäre zwischen den beiden. Also wäre das dann ungefähr da, da, da und da. So. Oh, wo kommt das Ei her? So, wenn man jetzt da sowas reinmacht. Ah, doch. Das macht zumindest diesen blinden Fleck da weg. Ja, doch, das kann man so machen. Das geht so. Und jetzt könntest du sogar noch cheaten. Indem du sagst, okay, mach jetzt daraus das hier. Jetzt ist die Frage, wie kann man... Hey. Wenn du jetzt hinten die Slabs gegensetzt... Tada! Dank dem wunderschönen Bug, dass die Dinger Licht durchlassen. Oh, so kann man es mal machen. Easy. Ich würde auch schon gerne Schraubendreher haben, um Dinger ordentlich zu rotieren. Denn so sieht es schon hart scheiße aus. Jetzt die Frage, wie rum? Ja? Nee? So. Aha. Ja. So sieht es perfekt aus. Okidoki. Nice. Oh, Alter, so viel Mese. Hier ist einmal Mese, da ist einmal Mese. Also, mindestens. Ja, also man kriegt schon, wenn man hier rumsteht... Kriegt man schon echt eine Menge Stuff. Vielleicht ist es doch ein bisschen viel. Ah, sechs davon. Ich meine, es soll ein bisschen Belohnung sein. So keine Frage. Aber wenn man natürlich einfach nur schon eine... Ich meine, wie sind jetzt hier... Die Folge geht eine halbe Stunde. Oder wenn man hier schon eine Viertelstunde rumsteht und dann schon so viel guten Stuff bekommt, dann ist es vielleicht doch ein bisschen viel. Ich meine, wir haben weit über 100 Items insgesamt bekommen. Ich glaube, wir sollten uns doch mal doch anhalten. Also nicht anhalten, sondern langsam machen. Ich meine, wie oft kommt ein Item? Also alle ungefähr 3 Sekunden. Dann mache ich mal das hier auf 5. Und das heißt, ne, dadurch, also 5 Sekunden an, 5 Sekunden aus. Also ein Takt-Cycle dauert 10 Sekunden. Und daraus folgt denn dann, dass es nur noch ja, halt langsamer sein dürfte. Du warst richtig eingestellt, genau.
Dann sollte das so also ganz gut funktionieren. Ja, ich glaube, mal 10 Sekunden ist besser. Mit 3 Sekunden war es einfach zu schnell. Ich muss mal gucken. Ja, muss ich mal als Admin denn, also denn, mal probieren, was wie schnell am sinnvollsten ist. Ob 10 Sekunden nicht wieder zu langsam ist. Problem ist, 5 Sekunden einstellen kannst du nicht, weil ne, du musst ja da immer die Hälfte einstellen und na, bei 5 ist halt, hast halt nur gerade Zahlen, so geht also nicht. 2 wäre dann wieder zu schnell. 4 wäre dann wieder zu schnell, das wäre dann auch wieder fast 3, also kann man es dann gleich sein lassen. Und 6, na, auf 6 könnte man sich einigen. Ja, so ist es schon echt langsam. Ich glaube, wir gehen mal mit 6. Das heißt, ich mache hier 3. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Wie gesagt, muss ich dann mal offscreen ganz normal mal probieren, was ihr am besten wisst. Auf jeden Fall, man sieht, es wird wieder hell. Die Batterien müssen also wieder geladen werden. Das heißt, batteriemäßig reicht die Energie voll aus. Bekommt ihr schon Strom? Nö, noch nicht. Ist immer noch am Entladen. Ja, aber siehst du ja, gerade, also immer noch mehr als die Hälfte drinne. Ah, jetzt wird's geladen, okay. Details, ja. Im ersten Testlauf gerade mal zur Hälfte runter. Sollte also selbst ein Worst-Case-Szenario gut überleben. Vor allem, weil wir ja die Anlage jetzt auch noch abgebremst haben. Das heißt, jetzt läuft die Anlage auch noch langsamer. Von daher sehe ich da gar kein Problem. Jutschen, ja, dann soll es das mit der Folge gewesen sein. Wir haben eine schnieke Anlage gebaut. Und dann sieht man sich alsbald wieder zu einem späteren neuen Projekt. Aber was soll man wieder machen? Mal gucken. Bis dann.